versuche ich mal einen Pinguin zu basteln. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Bastelexperte. Ich hatte auch im Werkunterricht in der Regel eine 3. Und ja, ich habe hier einen Socken, den ich nicht mehr benutzen werde, der aber gewaschen ist. Und ja, den füllen wir jetzt mal etwas. Geht schon ein bisschen was raus. So, erstmal mache ich jetzt hier ein bisschen rein. Ja, vielleicht noch ein bisschen. So. So, habe das auch vorher nicht geprobt. Einfach mal gucken. Ich habe es natürlich im Internet gefunden. Zwei Videos und einmal auf einer Webseite. Und so aus allem zusammen versuche ich jetzt mal was nachzumachen. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen Füllwatte. Was ist drin? 20, glaube ich, muss es sein. Gesehen hat. Ja. Der weiß, dass ich die bestellt hatte. Bisschen kann aber noch rein. Vielleicht noch ein bisschen. Dann sollte das aber reichen. Ist doch ein bisschen mehr Füllwatte, als ich gedacht habe. Da sind dann 300 Gramm. Ist dann doch ein bisschen mehr. Das soll es erstmal sein. Ich jetzt erstmal hier ab. Brauche ich ihn erstmal nicht. Damit es noch ein bisschen übersichtlicher bleibt. So, dann will ich das jetzt mal hier zumachen. Auch schon ein bisschen halten. Ist jetzt auch erstmal ein Proof of Concept. Also wenn es mir gelingt, werde ich sicherlich noch mal erstmal so prinzipiell ein bisschen nach Pinguin aussieht, werde ich sicherlich noch mal einen versuchen. Genug Socken hätte ich im Haushalt noch. So. Dann haben wir das erstmal hier abgeschnitten. Da kenne ich ja gar nichts. So. Hier noch ein bisschen
Sorge. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen den Kopf machen. Da habe ich jetzt ein bisschen zu wenig genommen. Dünnes Garn hier. So, Licht fällt von vorne ein. So, jetzt kann man hier ein bisschen den Kopf erkennen. Nee, es geht schon wieder ein bisschen auseinander, es ist noch ein bisschen döller. Sonst hole ich nachher noch einen Gummi. Machen. Einen mache ich noch drum. So. Und hier durch. Ja, unten habe ich jetzt das gemacht, damit er ein bisschen steht hier. Kommt mir auch noch die Heißklebepistole, die auch bei, was ist drin, 20 vorkam. So, hier ist jetzt ein bisschen fusselig vom Socken. So, da habe ich hier Bastelfilz. Da brauchen wir letzten Endes einmal Weiß und Orange. Fangen wir erstmal mit Weiß an. So. Erstmal das Gesicht. Ich denke mal, das ist vorne. Erstmal lieber ein bisschen größer. Machen kann man es immer noch. So, ja, das ist noch zu groß. Erstmal nur ein Prototyp, Proof of Concept. Schon ewig nicht mehr mit einer Heißklebepistole gearbeitet. So, wo sollte jetzt vorne sein? Hier. Jetzt kommt auch was raus. Gelesen, dass es so 200 Grad sind. Da muss ich echt aufpassen. Bin ich mehr so ein Taps. Und verbrenne mich.
So, das ist dann schon mal, der Kopfbereich, das Gesicht. So, dann, ja, genau das. Genau deswegen habe ich hier die Pappe hingemacht. Es gibt aber auch diese Dinger. Kann man auch davor machen. So. Jetzt kommt der Bauch. Bisschen zu groß ist, ja, ich glaube ja, ein bisschen zu groß. Ich glaube, das ist ganz gut. Auf ein neues. Was hat hier komisch gezischt? Auch noch ein bisschen zu eckig vielleicht. Kann man natürlich auch Schablonen nehmen. Das mache ich jetzt gleich noch für den Flügel und für die Füße. So, als nächstes kriegt er jetzt Augen. Solche Kulleraugen oder wie heißt es, Wackelaugen. So, müssen wir mal gucken nach der Größe. Ich glaube, die wären zu klein. Gibt es noch irgendwas dazwischen? Ja, ich denke mal, die sind ganz gut.
schon mal Augen. So, dann brauchen wir. Ich will den mal hier noch ein bisschen. Kleiner machen. Kriegt auf jeden Fall noch einen Schnabel. Keine Sorge. Ich habe erstmal Füße. So. Weiß noch nicht. Oh, ich glaube, das geht. Da habe ich jetzt noch Schablonen. Für Flügel und für. Füße. Ja. So, den nehmen wir jetzt in Orange. Irgendwie. So. Nicht verbrennen, nicht auf dem Finger machen. Es gibt bestimmt jetzt einige Experten, die das schon viel besser können mit so einer Heißklebepistole. Bei mir ist das schon ewig her, dass ich damit mal was gemacht habe. So, der erste Fuß ist fertig. Und immer daran denken, ich hatte ein Werk mit 3. Bin nicht wirklich so handwerklich begabt. Ich kann allerdings so Möbel aufbauen, das kann ich. Auch schon mal einen riesen Schrank alleine aufgebaut. Mit mehreren Türen. So ein kleiner Schrank für Schlafzimmer. Aber prinzipiell bin ich mehr der Theoretiker. Aber es wurde sich in einem englischen Video früher mal, also vor Jahren, gewünscht, dass ich was Handwerkliches als Video mache. Und ja, nun Jahre später ist es endlich soweit. Damals habe ich dann geschrieben, nee, kann ich nicht. Wenn es um Pinguine geht, dann kann man sich auch schon mal überwinden. So. Und es soll ja nur eine Anregung sein. Das raus und muss schon neuen reinschieben. Den habe ich oben. Ja, das war natürlich blöd. Wenn hier gar nichts mehr rauskommt. Und ich schon nachschieben muss. Ich wusste jetzt nicht, wie lange so ein Ding hält. Ich hätte jetzt gedacht, für so einen Pinguin reicht's.
So, naja. Scheinbar nicht. So, dann schalte ich jetzt erstmal aus. Oder ist die jetzt von sich aus ausgegangen? Wegen zu lange an. Ne, das hält definitiv nicht. Das heißt, da muss ich erstmal gleich nochmal hoch was holen. Das habe ich auch nicht hier unten. Ich echt nicht gedacht, dass das. So kurz reicht. Naja. So, ich werde aber schon mal die Flügel schneiden. Das kann ich auch schon mal machen. Schablone. So, und dann brauchen wir Schwarz. Der eine Flügel. Das ist ein bisschen handlicher. Habe ich jetzt hier. Jetzt werde ich mal schnell gucken, jetzt muss ich den auch hier hinten reinschieben. Und jetzt wieder anmachen. So, dann kann ich jetzt aber schon mal den Schnabel vorschneiden. Und dann käme auch nur noch die Mütze. Könnte noch ein bisschen zu groß sein. Ein Flügel darf nicht verschwinden. Steht immer sowas von 3 bis 8 Minuten, bis er wieder warm ist. Jetzt auch eine ganze Zeit an. Sind dann ja aber auch bald fertig eigentlich, weil dann müssen wir noch den
einen Fuß ranmachen, die Flügel, den Schnabel. Und dann muss man gucken mit der Mütze, weiß ich auch jetzt nicht so richtig. Wir das machen. So nicht so einen richtigen Plan gemacht. Aber eigentlich auch ganz schön fusselig. Dieser Wischbezug darf man nicht zerschneiden, sonst schneit's Fussel. So, bis zum nächsten Kantrick muss das hier mal irgendwie abgesaugt werden. Das geht nicht. Das wird jetzt eigentlich nur hinten zusammen gemacht. Aber das hier oben, das kann eigentlich auch noch weg. Das kriege ich aber nicht zusammengeschnitten. So schneiden. Ja, das ist noch fusseliger, schneidet es noch mehr. Achso, hier ist noch so ein Dings drin, das brauche ich auch nicht. Für die Mütze brauche ich das nicht. So, ich rieche schon wieder langsam was. Es wird schon wieder wärmer, glaube ich, bei der Heißklebepistole. Schnee ist immer. So, mal gucken, ob wir schon was am Start haben. Oh ja. Jetzt geht's wieder. Reingewatschelt. Die watschen ja auch überall hin. So, jetzt hat er links und rechts seine Füße, weil Pinguine watscheln gerne. So, Flügel. Kommt jetzt einer hier ran. Lustiger Geselle. So, und der andere Flügel. Kommt daran.
So, hier unten ist immer noch ein bisschen zu eckig. Das ist auch eine 1-Euro-Schere. So. So, und ich glaube hier ist noch ein bisschen zu viel. Der Schnabel. Flügel und Füße sind da. Nabel. Den müssen wir erst hier ein bisschen, glaube ich, zusammen machen. Muss man aufpassen, hier sind viele Fäden. So. Aber wie gesagt, ich habe nicht geübt, nur angeguckt. Jetzt da soll der Schnabel hin. So. So, jetzt auch die Mütze. Na, dann werde ich jetzt mal hier. Das will ich jetzt mal schnell hier machen. Da brauche ich echt noch mal ein bisschen mehr. Das soll ich auch schön halten. Ursprünglich sollte man da einfach einen anderen Socken nehmen. Aber ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Zusammen machen, das mache ich dann wieder von hier aus. So. Nee, ich mache es doch hier hinten. Zu. Ja, da ist warm.
fertig ist der Pinguin. Da habe ich auch noch diese schönen Dinger hier. Das kann dann von dem Fusseln ein bisschen ablenken. Und das werde ich aber auch fürs Thumbnail machen. So, so sieht er von hinten aus mit seiner Mütze. Von vorne habt ihr ihn ja schon gesehen. Ein neuer Pinguin. Ich habe ja noch nicht genug. Ich habe ja erst so 30 bis 40. ja. Es wird bestimmt hier irgendwo auch seinen Ehrenplatz bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, kann ich jetzt ausmachen. Und tschüss.